Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir starten heute gemeinsam die Kampagne von Prototype, eines meiner Lieblingsspiele damals auf der Xbox 360. Wir spielen jetzt die PC-Version. Das Ganze gibt es leider nur im Englischen, keine deutschen Untertitel, weil das Spiel hier in Deutschland indiziert wurde. Viel zu brutal für die deutsche Jugend. Dennoch, wir starten heute. Viel Spaß mit dem Intro und bis gleich. Alex Mercer. I'm the reason for all of this. They call me a killer, a monster, a terrorist. I'm all of these things. Someone released a lethal virus in Penn Station. I woke up in a morgue. Now I hunt. I kill. I consume. I become. I'm gonna find out who did this to me. And I'm gonna make him pay. Cross 39 to ground. Do you have target in sight? Over. That's negative. Help! Free. Help me! Don't move! Help me! Where's your commanding officer? Sir, he's in Times Square. I'll call for transport. That won't be necessary. So, da wären wir mit Alex Mercer im Chaos und direkt hier so ein paar Soldaten, die wir zerlegen dürfen. Die Grafik ist natürlich nicht mehr so geil, aber das Spiel macht Laune ohne Ende. Nicht umsonst eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Allein die ganzen Fähigkeiten hier drin. Das Ganze ist natürlich auch Open World. Wir können uns später frei bewegen in der ganzen Stadt. Wir können unsere Fähigkeiten hier ausleveln. Wir können super schnell sprinten. Wir können extrem hoch springen und weit springen. Das Ganze war damals die Konkurrenz zu Infamous, nur eben viel, viel derber und geiler. Also Alex Mercer ist kein Vergleich mit Cole McGrath. They took everything from me. They're responsible. Oh yes, Freunde, jetzt legen wir richtig los. Jetzt zerstückeln wir die Feinde. Und hier sieht man, wieso das Ganze indiziert wurde. Denn hier fliegen Körperteile rum, Gedärme und jede Menge Blut. Wir können hier eine richtige Sauerei machen. Es macht so derbe Laune.
Dazu die geile Steuerung. Einfach nur ein richtig geiles Gewaltspiel. Sollte man gespielt haben, das Game. Oh yes, hier in der Mitte durch. Zack, zack, zack. Keine Gnade. Niemand entkommt meiner Wut, meiner Rache. Okay, hier drüben haben wir noch einen. Unser letzter Mann. Und wir kennen hier wirklich keine Gnade. Wir können auch die ganzen Zivilisten hier zerlegen und zerstückeln. Kein Problem. Hier ist alles erlaubt. Boah, ich liebe das Spiel. Bam! Was für eine Sauerei. Okay, jetzt hier die neue Fähigkeit. Damit zerlegen wir die Panzer. Na komm, na komm, na komm. Bam, bam, bam. Also man sieht schon, wir sind extrem, extrem. Gegen uns hat niemand eine Chance. Die ganze Stadt hier wird ins Chaos gerissen. Und wie wir hier die Menschen zerlegen. Wir hauen die hier richtig zu Brei. Ja, die legendäre Klinge. Ich kann jetzt schon mal sagen, das hier ist auf jeden Fall die derbste Waffe. Okay, Mutanten, die wir zersäbeln müssen. Boah, halten die viel aus. Einer weniger. Doch da drüben sind noch mehr. Ah, Moment, genau, die Fähigkeit geht ja auch noch. Ganz vergessen. Erledigt. Nächster hier drüben. Da oben sieht man es. Wir heilen uns. Na, komm mal rüber zu mir. Komm mal rüber zu mir, Junge. Soweit ich weiß, wird das Spiel später noch relativ schwierig. Man sieht es ja, die Gegner teilen verdammt gut aus. Oh Gott, da drüben kommen sie. Okay, beeilen wir uns. Rennen hier mal durch. Wir können auch gleiten. Tja, sowas konnte Cole damals nicht. Nicht so cool wie wir. Komm schon, Kumpel, komm schon. Consume. Person responsible for all of this dies tonight. If we make it out of here, you think you're ready? I was made for this.
Hey, I knew this guy. He was Blacklight. Yeah. Well, now he's ex-Blacklight. His name is Mercer, Alex J. Next of kin, Mercer Dana A. Is that his wife? Don't know. Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. And even more, I don't want to know. Just give me the 8-inch blade. We'll start by going through the torso. Get the fuck out! Get the kill team! Okay, 18 Tage zuvor. Die ganzen coolen Fähigkeiten haben wir natürlich hier noch nicht erlernt. Wir können nur rennen und springen. Rennen, springen und Menschen umrennen. Wahrscheinlich sogar tödlich. Wenn man bedenkt, ich kann hier so eine Laterne eigentlich umrennen. Hier sieht man's. Will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn wir hier gegen einen Menschen rennen. Bam, haben wir den weggehauen. Zack, 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 zack. Ja, los, den Weg räumen. Alex Mercer Power. Den Opa hier noch weggeklatscht. Und dann hier drüben hin. What are you gonna throw at me next, huh? What do you want from me? Ja, wir können Ziele markieren, kennen wir ja bereits. Und wir können natürlich auch zwischen den Zielen hin und her wechseln. Hier sieht man's. Wallrun. Wir können wirklich alles. Sowas kann Cole McGrath natürlich nicht. Und nach oben mit uns. Mann, ich wünschte, ich hätte so Fähigkeiten. Was meint ihr? Solche Fähigkeiten, Fluch oder Segen? Ich würde sagen, definitiv Segen. Allein, was wir alles machen könnten. Ja, gleiten können wir leider noch nicht. Aber dafür, wenn wir hier gedrückt halten, super hoch springen an der Band. Auch ein sehr cooler Move. Allein das Movement hier macht unendlich viel Laune. Die Steuerung ist genau richtig. Alles klar, zwei Helis. Kein Problem. Einer weniger. Na, hier drüben hin. Komm schon. Kriegen wir den? Oh, ich glaube, ich habe daneben geworfen. Egal, wir haben hier noch einiges. Bam. This can't be happening. Now he's ex-Blacklight. His name is Mercer. Hostile sighted. Contact imminent. On-site ghost team reporting visual.
go down. Terminated. Your mother with that mouth? Roger, 2215 Christopher Street, apartment 15A. Got it. Saddle up. You got a CP. Move it. My sister. He knew where she is. I know where she is. I need to find her. Dana. Dana. Hopefully she'll be able to tell me something. Anything. Okay, wir müssen jetzt rüber zu Dana. Und eine der coolsten Fähigkeiten überhaupt, wir können uns hier tarnen, sobald wir hier mal einen aufgesaugt haben. Und jetzt können wir hier so rumlaufen. Die Leute machen nichts, die wissen, wir sind einer von denen. Können uns hier frei bewegen und rüber zu Dana rennen. Finde ich irgendwie cool, die Fähigkeit. Was macht denn der hier? Der kann ja gar nicht fahren. Wieso zur Hölle drehen die Leute hier so durch? Wegen mir? Ich bin doch ein ganz normaler Typ. Perfekt getarnt. Super Jump. Ich bin so froh, wenn wir gleiten können. Denn dann kommen wir hier viel schneller voran. Soldiers. If they know who I am, they probably know who she is. I need to get to a good viewpoint and scope the area out. Okay, Blackwatch ist schon hier. Rennen wir hier mal nach oben. Okay. Also, wenn wir gelb sind, dann werden sie nervös und sie sehen uns. Wenn wir rot sind, dann haben wir Alarm. Deswegen sollen wir jetzt hier uns natürlich völlig unauffällig verhalten. Wenn ich jetzt hier meine Fähigkeiten einsetzen würde oder mal ganz schnell aus dem Stand 4 Meter hoch springen würde, dann wissen sie natürlich Bescheid, denn so dämlich sind die Jungs leider auch nicht. Ah, wir sind hier ein Anführer. Die graue Uniform. I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember? You wanted to find out what was going on at the highest levels at GenTech. Anything about the director of research, do you... Are you okay? Do you know what happened? I haven't even seen you in 5 years, not until you show up at my door last month. Is there somewhere we can go? Yeah, I know a place. Come in. It's a friend's place. They're gone for a year. Patagonia or something. Any idea what this all means? No, but I'm gonna find out. I mean, this is a story of the century, so somebody's gotta know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so they're most definitely yours. Where do I live? There.
You'll be here when I get back. It's best you stay put. They'll probably come in the city for both of us. Yeah.